Willkommen zurück zu Luminescent Terminal Climb. Das klingt nicht nur nach einem finalen Level, sondern ich habe extra nochmal auf dem Titelbildschirm geguckt. Ich habe 15 von 16 Exits, also müsste das der letzte sein. Aber wir wissen ja, dass es noch ein Spezial irgendwas gibt. Zumindest die schwarze Röhre aus dem Bonusgebiet. Und obwohl ich letztes Mal schon weiter war, ist es eigentlich ganz praktisch, dass ich jetzt nochmal hier starte, weil mich sowieso interessiert hat, was hier oben ist. Ah ja, okay. Das hat auf jeden Fall was mit dem ganzen Switch-Gedöns dann zu tun. Von den Farben her. Gut, gut. Peppa. So, jetzt geht's ja aber erst richtig los. Der Terminal Climb. Oh. Moment, aber höher kann ich doch gar nicht abspringen. Ich muss da einen Regrab machen. Oh, wie mir ja der Regen in die Augen nieselt, ne? Der behindert mich voll. Okay. Wann brauche ich dich nochmal? Irgendwas ausgelassen? Ah, nee, warte. Was hätte ich denn hier machen sollen? Er hat mich sogar getroffen. Ach so, ich kann da selber unten rein. Ah, oh, wenn so One-Ways sind, dann manchmal vercheck ich es halt echt komplett, ne? I am still alive, aber nicht mehr lange. Oh oh. Oh oh oh. Das erinnert mich total an diese eine Stelle aus Yoshi's Island. Mit den fallenden Blöcken. So, weg mit dem Pokey. Das wäre echt eine Schande, gegen den zu verlieren. Die killen mich wahrscheinlich immer noch von der Seite, oder? Ich würde es zumindest... Oh, toll. Ich habe den Pfeilen vertraut. Das ist irgendwie eine coole Idee, ne? Dass man das hier erst oben, dann unten rum machen muss. So. Diesmal aktivieren. Oder? Doch, das ist es, was ich hier machen muss. Ah! Zu langsam. Was hätte mir das überhaupt gebracht? Achso, dass der Disco-Panzer. Ja, ist in Ordnung. Ich bin heute sehr, sehr langsam geistig. Und auch sehr, sehr müde. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Irgendwie. Das ist auch zufriedenstellend, so einen Disco-Panzer mal killen zu dürfen. Oh, ich bin so dumm. Oh Gott, dass man die nicht von der Seite... Ich verstehe halt nicht, warum. Jetzt, wenn es die glühenden Blöcke wären, würde ich es ja verstehen. Aber es sind doch ganz normale Blöcke. Wieso sind die tödlich von der Seite? Einfach, um es schwieriger zu machen. Es hat keinen besonderen Grund. Oh Gott! Immerhin habe ich es noch rechtzeitig gesehen. Was für eine Dummheit ich da beinahe begangen hätte. Das führt halt dazu, dass man so weitläufig um die rumspringen muss, ne? Und das kostet dann immer Zeit. Okay. Gamercoin! Aber da ist ein Checkpoint, das ist doch immer ein etwas. Hätte ich mir überhaupt... Das ist ein Troll. Guckt euch den Block da unten an. Den willst du nicht aktivieren. Ich dachte eigentlich, ich bin tot. So seitlich, wie ich da dran bin. Heppa! Cool. Haha, wie hat mich das nicht umgebracht? So. Fast hätte ich meinen eigenen Hinweis nicht bedacht. Der Regen bleibt stehen, die Zeit ist angehalten. Magie. Muss er mich jetzt wirklich noch mit dem Cape konfrontieren? Ist aber diesmal normal, ich bin nicht... Ich glaube, ich will nicht, dass hier der Boden kaputt geht, oder? Aber ich bin nicht besonders gut daran, darin, das zu verhindern. Ach so! Ich brauche hier genug, um Anlauf nehmen zu können. Am Ende. Aber sind vier nicht genug? Ist es nicht theoretisch möglich? Ich glaube, es ist super schwierig, wenn man nur vier Blöcke hat. Man sollte mindestens fünf haben. Oder eine Seite. Vielleicht kann ich mich nur auf eine Seite konzentrieren. Weil die Röhre plus links oder rechts müsste eigentlich ausreichen.
Ja, ich mache jetzt mal nur eine Seite. Die andere ist mir völlig schnuppe. Tut mir leid, linke Seite. So. Ja, das ist auf jeden Fall genug. Außer ich stelle mich super dämlich an. Ah, da fliege ich auch schon. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Juhu! Warte, warum war das jetzt nicht? Manchmal fällt ich dieses Cape einfach, ne? Überrat. Ach nein, bitte! Okay, ich muss nur noch Anlauf nehmen. Das war also der Checkpoint. Wenn ich das jetzt hätte jedes Mal machen müssen, ne? Den Boden wieder zu beschützen. Das hätte mich irgendwie traurig gemacht. Guck mal, da drüben ist ein Pfeil. Okay, pass auf. Zum Glück. Nein! Aber seht ihr, wie weit man in die Lava... Das ist keine Vanilla-Lava. Ich glaube, er hat die noch freundlicher gemacht, als sie sowieso schon wäre. Uff. Okay, das hier ist interessant, weil ich... den Flug behalten muss. Boom. Das ist freundlich, dass das funktioniert, obwohl es nicht im Bild ist. Damit kann man bei Mario World nicht immer rechnen. Wie kriege ich hier den PSP zurück, damit ich nochmal abheben kann? Yes! Warte, warum hat er sich denn jetzt umgedreht? Ich glaube, ich bin da in die Wand reingeklippt. Das hier sieht mir sehr nach Sticky Flight aus. Aber das Setup dafür ist... nett. Hat sich der Regen eigentlich geändert? Kommt mir so viel langsamer vor als vorhin. Wow, man muss wirklich den kompletten Flugbogen ausnutzen, den man da zur Verfügung hat, sonst kriegst du den P-Speed nicht mehr zurück. Das ist echt knapp. Oh yes, das ist ein sehr, sehr freundliches Setup. Es freut mich irgendwie, dass ich auf Anhieb diesen Turnaround geschafft habe. Noch eine Gamer-Coin, einfach so hinterhergeworfen. Nochmal tief durchatmen und dann gucken wir, was hinter der Boss-Tür ist. Es ist... Wir sind die Tetriminos und wir haben keinen Bock mehr auf dich. Wir sind das bessere Spiel. Bereite dich darauf vor, geplättet zu werden. Oh, das ist die Sprache, die die Pilze versucht haben zu sprechen. Sogar mit Original-Tetris-Musik, wie nice. Und ich bin jetzt hier einfach drin gefangen. Oh Gott. Ich bin jetzt hier einfach drin gefangen und muss das machen. Mhm. Oh, seht euch das mal an. Man sieht im Hintergrund, wo die Steine hinfallen. Das ist cool gemacht. Ich kann mich trotzdem nicht entscheiden, wo ich hin soll. Oh, also auf jeden Fall. Ach so, die killen einen auch von der Seite. Das ist natürlich schlecht. Darauf sollten mich die anderen Steine wahrscheinlich vorbereiten. Auf jeden Fall derjenige, der hier dieses Spiel spielt, hat keine Ahnung davon, was er eigentlich machen muss. Der kriegt ja niemals eine Reihe aufgelöst, wenn er so weitermacht. Das ist eine fiese... Boah, das ist eine fiese Stelle. Na, come on! Oh, das ist herrlich. I like it. Moment, ich will zu der Münze. Ich meine, genug Hinweise, was man machen muss, kriegt man ja zum Glück. Okay. Da drüben. Gut, dass das da... Dass das zuerst kam. Hat mir doch nichts geholfen. Die Münze lockt mich immer darüber am Anfang. Und dann fällt mir ein... Ach nein, Moment. Oh Gott, was war das für ein Omega-Lag? Ich hatte das Gefühl, das Spiel reißt es auseinander. Vielleicht ist es doch nicht das bessere Spiel. Sie haben mich angelogen. Oh, das war knapp. So, nach dem... Ah, das ist schon echt fies, ne? Es ist fies.
Die Münzen sind zwar eine Hilfe, aber gleichzeitig locken sie einen auch immer zu früh dahin. Lol, ich sollte echt mal ein bisschen länger warten, ne? Damit die keine Hitbox mehr haben. Ist auch so ein Musikstück, ne, das fast jeder kennt. Selbst wenn er Tetris nie gespielt hat. Puh. Nein, ist schon wieder der. Der kommt so unerwartet. Ich weiß, man sieht es im Hintergrund, aber trotzdem. Er kommt genau in dem Moment, wo man eigentlich nicht drauf achten kann. Man muss hier eine gute Balance finden zwischen geduldig sein und trotzdem zügig dahin, wo die Münzen sind. Aber nicht zu schnell. Oh oh. Ja, Tetris ist nun mal ein Geduldsspiel. Und die habe ich nicht. Hatte ich noch nie. Oh, das hat mich nicht gekillt, das ist aber nett. So, dann warten wir mal ab, oder? Haha, was für ein Troll. nächste Stufe? Du bist dran, Klempner. Denke schnell. Das wird der Killscreen. Tetris 99. Ach du Schande. Obwohl, ehrlich gesagt, habe ich mir gerade gedacht, bisschen langsam. Könnte durchaus ein bisschen schneller sein. Da wird mein Wunsch auch schon erfüllt. Hallo! Vielleicht ein bisschen zu sehr. Ich mache mir erstmal keine Gedanken um die seitlichen Hitboxen. Ich muss irgendwie anders eine Möglichkeit dran vorbeifinden. LOL. Ach so. Ja gut, das... ...50 Mal geupiped, aber es funktioniert trotzdem. Dankeschön. Wer soll sich das merken? Ich meine, das nützt dir überhaupt nichts, dass im Hintergrund angezeigt wird, wie die Steine fallen, weil es sagt nichts darüber aus, wann sie fallen, in welcher Reihenfolge. Oder ist es immer von rechts nach links und dann von links nach rechts? Das Schlimmste ist, dass die Blöcke so unregelmäßig fallen. Da ist irgendwie überhaupt kein Rhythmus dahinter. Oh Gott, was wird das? Ach so, wahrscheinlich kann ich an dem vorbeispringen. Ich habe mich nur gewundert, wo soll ich denn hin? Das ist eigentlich nicht schlimm, wenn man da hängen bleibt, aber es bringt einen trotzdem raus, wenn man es eigentlich nicht vorhatte. Oh cool, man muss den Block noch nicht mal werfen. Das ist sehr vorteilhaft für Lappen Mario. Das war zu früh. Okay. Der ist so langsam, auf den kann man reagieren. Ich bin so dankbar, dass man für die meisten Sprünge keinen Anlauf nehmen muss, sondern aus dem Stand springen kann. Das war bestimmt nicht das Letzte, was hier auf mich zukommt. Darf ich das lesen? Plötzlich erinnert sich Mario, dass er die Pilze dabei hatte. Drücke L, während du Y hältst, um einen zu summonen. Ups. Oh!
Ach so, da kommen die raus und die verstopfe ich jetzt. Oh oh. Ich glaube, das ganze Ding fliegt hier gleich in die Luft. Der zusammenstürzende Turm unter den Tetriminus. Mario sucht die Flucht. Meine Augen. Es ist immer noch so, als würde sich der Wow, der Bildschirm bewegen jetzt von dieser Section. Als hätte man zu lange in den Wasserfall gestarrt. So, ich will direkt mal hier rüber. Das ist also der Final Escape. Das ist quasi die, der Gegensatz zum Final Climb. Terminal Climb. Terminal Descend. Oh, das sieht voll cool aus. Ich mag diesen Stil. Danke. Ach, guck mal. Moment, habe ich mich gerade selbst getrollt? Ja. Ich hätte wieder durch die Röhre zurück müssen. Nee. Das ist so unpraktisch, dass man gerade da den P-Speed bekommt. Ich weiß nicht, ob man den Sprungknopf einfach mashen könnte. Ich glaube, ich probiere es mal. Na? So. Ich muss zweimal, oder? Damit ich oben durch kann. Zumindest so war der Plan. Aber das reicht nicht ganz. Ich muss mich ein bisschen mehr beeilen, wenn ich das machen will. Mhm. Einfach mal instinktiven Shelljump gemacht. Wie zum Geier hat das denn funktioniert? Die Dominosteine sind wieder hinter mir her. Ich bin immer noch am Leben. Ah, jetzt nicht mehr. Oh, der Abschnitt ist lang. Aber mega cool. Oh, das ist so nett, dass man sich da nicht... Das hier ist ein Wunder der Natur, ja? Dass man da direkt auf den Disco-Panzer drauflaufen kann. Ich will mich eigentlich an der Ranke festhalten. Warum darf ich das nicht? Das hast du gar nicht so gedacht. Oh, und im Hintergrund auch. Seht ihr das, wie da die Blöcke fallen? Oh. Warte, was? Hä? Wieso habe ich das jetzt überlebt? Habe ich den mit dem Pilz abgeworfen? Juhu. Aber hier darf man auch nicht so schnell sein. Ich muss mich beherrschen. Oh! Das ist... keine Ahnung warum, aber mein Hirn kommt da fast nicht hinterher. Das funktioniert tatsächlich. Nein, nein, das, ich habe mich reinlegen lassen. Ich dachte, das wäre nochmal so ein Fallender. Oh, das sehe ich aber anders. Einfach so gut designt, ne? Ist der Hammer. Keine Ahnung, es funktioniert auch so. Glücklicherweise. Sonst würde ich da wahrscheinlich jedes Mal sterben. Ich falle jedes Mal auf den drauf rein, ey. Okay. Das ist... Wow, das ist so cool. Moment. Fallen die immer da, wo ich bin? Aha. Tatsache. Na gut, dann kann ich sie ja gleichzeitig auch kontrollieren. Oh, ich kann nichts mehr machen. Ich lebe noch? Das ist sehr nett, danke. Wow. Und das war's. Was für ein Hammerfinale. Mario hat die Flammen des Zorns und diese mysteriösen Blöcke
vernichtet und der Frieden kehrt zurück ins Archipelago. Aber manchmal sind Bösewichte einfach nur ein paar Polygone. Ah, ich kann mich bewegen. Sehr schön. Aber nicht schwimmen. Warum haben die Tetriminos angegriffen? Man weiß es nicht. Wo sind die Einwohner dieser Insel? Sind sie schon alle tot? Vielleicht sollte man diese Fragen lieber nicht beantworten. Luminescent. Ein Super Mario World Rom-Hack von The Borgie Man. Ich komme hier immer tiefer. Wieso kann ich nicht schwimmen? Ich würde so gerne. Oh, jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was es mit dem Secret noch auf sich hat. John Don Tore, der hat... hat er jetzt Cuter Kaizo? Ich glaube, der hat Cuter und Cute Kaizo World gemacht, ne? Es könnte allerdings auch Love Yourself gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall einer dieser kurzen, anfängerfreundlichen Kaizo-Hacks. Und natürlich die halbe Community hat auch noch mitgearbeitet, weil sonst kriegst du so einen fantastischen Hack nicht auf die Reihe. Ich frag mich ja, ob The Borgie Man irgendwie ein Game Designer ist oder so, weil man merkt schon, dass zumindest irgendwie so ein überdurchschnittlich gutes Verständnis für Game Design vorhanden ist, ja, so wie die Level aufgebaut waren. Manchmal sogar auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss, das ist gar nicht mehr Kaizo-like gewesen. Ja, es war schon zu nett, zu freundlich dem Spieler gegenüber. Aber gleichzeitig ist das auch mal sehr erfrischend. Und die Abschnitte waren insgesamt fast zu kurz. Also hauptsächlich aus dem Grund, weil ich mir immer gewünscht hätte, es würde noch weitergehen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Die SMW-Legenden, tja. Das sind halt auch die der ersten Stunde. Die haben es gut. Ich hätte auch direkt auf den Zug aufspringen sollen, als es noch frisch war. Ja, am Anfang, da gab es ja nur ein paar Leute, die das auf Twitch oder so oder auf YouTube gemacht haben. Und das sind auch heute noch die bekanntesten. Verständlicherweise. Mal davon abgesehen, dass sie auch einfach super gut sind. Und das sieht lässig aus, was Mario da macht. Wow, haben die alle aktiv an dem Hack mitgearbeitet oder sind das jetzt die Patches? Und Grafiken, extra Grafiken und so Zeug. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Shoutouts an alle Social Media Follower. Ja, stimmt, er ist Grafiker. Das ist er, glaube ich, habe ich gelesen. Na ja, gut, das hat man auch gemerkt, ne? Der Visual Style war extrem aufgeräumt und sauber. Oh, an mich auch noch. Siehst du, er hat mich nicht vergessen. Persönlich. Und jetzt? Was ist mit den Switches, fragst du dich? Genau. Genau das wollte ich gerade fragen. Nun ja. Da sind sie. Stürzt man hier ab, wenn man die nicht geholt hat? Das ist aber nett, dass ich hier direkt abgeladen werde. Und jetzt ist doch der Orb. Oh. Apropos, wenn ich den Orb früher eingesammelt hätte, wäre ich dann einfach da aus dem Bildschirm rausgelaufen und es hätte nicht gezählt wegen Seitenexit? So, der passt gar nicht, man hat mich angelogen. Ach doch. Die schwarze Röhre. Es wäre so witzig, wenn es das jetzt gewesen wäre. Spiel, jetzt ist das Spiel endgültig vorbei. Nachdem der Switch gedrückt wurde... Oh nein, ich wusste nicht, dass das von alleine weggeht. Naja, auf jeden Fall irgendwas damit. Und mit dem Terminal Climb hat das jetzt auch noch was dazu. Continue and save. Ach, guck mal, hier kann ich jetzt jederzeit zurück in den Zmück Palace. Oh, das ist natürlich auch praktisch. Zum Starting Point. Moment, könnte man dann einfach das Level, das ganze Spiel durchspielen, ohne ein einziges Mal durch die Bonussterne hier hinzukommen und dann einfach abwarten, bis das hier freigespielt wird? Ist ja lame.
Nein, ich habe es auf die legitime Art gemacht. So, das zählt aber wohl nicht als Exit, theoretisch. Oder vielleicht doch. Vielleicht ist das der Exit und der Terminal climbt nicht. Das weiß ich schon. Auf jeden Fall gucken wir da jetzt nochmal. Das war der falsche Stern. Da jetzt nochmal hin. Ich wollte nur den Teleport nochmal benutzen. Das ist meine Ausrede. So, jetzt hier. Hui. Der verändert sogar seine Farbe. Dieses Level an Detail. Okay. Auf wie geht's. Aber unabhängig davon, was jetzt noch kommt, ich liebe diesen Hack jetzt schon. Außer er tritt mir vielleicht jetzt nochmal richtig in den Hintern. So, was ist das? Ein schwarzer Block. Nur diejenigen, die alle Gamer-Coins gefunden haben, dürfen hier voranschreiten. Und danach gibt's keinen Weg zurück. Ich habe nicht alle gefunden. Wo habe ich denn welche ausgelassen? Ernsthaft? Ich habe irgendwo Gamer-Coins ausgelassen? Das muss aber dann schon länger her sein, oder nicht? Ach, das hat's nicht gespeichert? Weil die musste ich ja nachholen. Okay, dann hat's die nicht gespeichert. Dann hole ich sie eben nochmal. Hoppla. Hui. Die Stelle ist nach wie vor gruselig. Oh, vor allem, weil er das... Weißt du, wenn das... Ach, das geht auch? Okay, das ist natürlich praktisch. Wenn das werfen soll, wirft das nicht. Wenn das droppen soll, droppt das nicht. Kann es mir jemals... Hilfe. Recht machen kann er nicht. So, da ist sie. Keine Ahnung, Checkpoint brauche ich eigentlich nicht nochmal. Jetzt hoffe ich doch mal, dass er mich durchlässt. Yippie! Wie flüssig das jetzt auf einmal geht, nachdem man sich ein bisschen eingespielt hat. Lass mich... Ah ja, okay, diesmal. Dachte schon, die wären immer noch da, ey. Wäre ich aber vom Glauben abgefallen. Ist das gleiche Level wie gerade eben? Aber jetzt schwieriger wegen diesem schwarzen... Das ist ja mal eine clevere Idee. Es ist schwieriger wegen den schwarzen Blöcken, die man nicht berühren darf, sonst wird man direkt in den Himmel verfrachtet. That wasn't even its final form. Mhm. Muss ich mein Movement ein bisschen anpassen gegenüber vorhin. Kann ich nicht mehr so lax spielen. Ich hoffe, der Disco-Panzer ist immer noch so freundlich. Glücklicherweise, obwohl er mich am Ende nochmal wegstoßen wollte. Ah, oh, das ist so clever. Ich meine, die sind jetzt nicht ultra im Weg für... Okay, das... Was? Nie im Leben, das war Bullshit. Mir fällt auch irgendwie erst jetzt auf, dass er fast alle Elemente aus den normalen Leveln nochmal hier drin verbaut hat. Das ist so eine coole Idee. Und das auf ziemlich natürliche Weise. Ja, das Level fühlt sich jetzt nicht komisch an deswegen. Oder wie ein Flickenteppich. Wo hat er diesmal die schwarzen Blöcke hingemacht? Dieser Teil der Musik gefällt mir voll gut. Könnte noch ein bisschen mehr Bass haben, aber ansonsten. Also, ich respektiere die schwarzen Blöcke. Ich bin so dumm, ey, wieso... Das ist echt die hässlichste Stelle. Ich bild mir das nicht ein. Dieser blinde Fall da runter und dann... Das ist enge Gap. Whee. Das hier ist ja alles total butterpflaumenweich.
falls es sowas wie Butterpflaumen überhaupt gibt. Schmecken bestimmt hervorragend. So, diesmal habe ich genug Vorsprung. Was für ein Sprung! Hier sind keine schwarzen Blöcke. Das weiß ich zu schätzen. Jetzt habe ich auch noch meinen treuen Pilz verloren. Ah, der wird ja fest. Voll vergessen. Aber hey, das war eine nette Idee für den Abschluss. Oh, diesmal kann ich sogar schwimmen. Was ist das für Zeug? Achso, das killt mich gar nicht. Das sind Blütenblätter. Du hast es geschafft. Was für ein Gamer. Die Neugier treibt mich nach hier unten. Aber da ist Boden. Ja. Hätte ja sein können, dass da nochmal ein 3-Up-Mond oder so versteckt ist. Oh, die Blöcke sind kaputt. Jetzt kann Mario endlich nach Hause. Er ist frei. Das göttliche Licht scheint auf mich. Das habe ich jetzt nicht wirklich geschafft. Das hat bestimmt noch nie jemand vor mir hingekriegt. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt mitnehme, aber keine Ahnung, war mir ein guter Freund bis hierhin eigentlich. So teilweise. Vielen Dank fürs Spielen bis zum Ende. Du bist cool. Hui, das Ende. Wow. Ist das ein hervorragender Hack? Oder ist das ein hervorragender Hack? Den werde ich auf jeden Fall nochmal zocken. Hat einfach so viel Spaß gemacht. Yeah. Okay, Leute. Dann bedanke ich mich auch mal bei euch, dass ihr ebenfalls bis zum Ende mit dabei wart. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns beim nächsten Projekt wiedersehen. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao.